Hey Freunde, was geht? Und es heißt wieder, it's time for Duel! Ja, in der letzten Folge der Kampagne von der Urserie Yu-Gi-Oh! Sind wir beim Champion vs. Schöpfer stehen geblieben. Ich find's immer so witzig, dass Champion vs. Schöpfer dasteht und auf der linken Seite aber wiederum Pegasus ist, auf der rechten aber Kaiba. Also irgendwie ist das echt ein bisschen, ja. Und genau an dieser Stelle wollen wir weitermachen. Denn der gute Kaiba hat uns ja mehrfach in den Boden gestampft. Und dem Ganzen wollen wir jetzt nun Einhalt gebieten. Natürlich wieder mit dem Geschichtssack, wie immer. Und ja. Wir lassen mal den guten Kaiba als erstes. Ich habe schon mitgekriegt, bei vielen von euch kommt das Projekt gut an. Das freut mich natürlich. Und... warum, Alter? Warum? Kaiba sag ich schon. Alter, ganz ehrlich, what your fucking are you doing? Natürlich haben wir jetzt eine der beiden Karten, die wir beschwören können, aber hehe. Machen wir erstmal so. Ja, war so klar, dass jetzt... ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass ein Weißer kommt. Der Typ ist ganz schön angriffslustig, merke ich schon wieder mal. Oh, Mann. Hey, yay. Dann kommt erstmal meine Toon World und mein Toon Elfen-Zwillinger, mit denen ich in diesem Zug sowieso nicht anfangen kann. Yay! Das ist ja in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, ob es auch im Wirklichen so ist, dass die Toons im ersten Zug nach ihrer Beschwörung nicht angreifen dürfen. Und ja, das war doch so klar. Wer hat's noch kommen sehen? Und ein Fluchzerstörer. Natürlich hat er mal genau die Karten auf da. Und noch so ein Ding. Ey, sag mal, ist doch gerade ein Scherz oder so, Alter. Mein Gott. Oh, ich halte meine eigene Challenge aber immer noch ein. Ich werde nicht auf mein Privatdeck umsteigen. Ansonsten, glaube ich, werden wir hier schon fünfmal durchgerauscht. Oh, Edelstein Ritter Kristall. Auch eine schöne Karte. So, Kaiba, du entscheidest diesmal. Überleben und sterben. Also klar. Mal sehen, vielleicht kriegen wir jetzt mal eine bessere Hand. Ja, aber dass der genau all das in der Hand hatte, was er gebraucht hat. Ich werde bekloppt, Alter. Wahrscheinlich hat er sowieso gleich wieder, Dings auf der Hand. Toon Meerjungfrau im Angriffsmodus. Und beenden. Ich wette, der wird sowieso gleich wieder einen Flugzerstörer auf der Hand haben. Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt. Das war doch wieder so klar, Alter. Er hat immer dann Fluchzerstörer auf der Hand, wenn ich meine Toon World auf dem Feld habe. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Und natürlich ziehen wir dann nur Müll und können sowieso nichts machen. Geil. Es verdeckt, dadurch wird es vom Zauber der Toon World nicht betroffen. Also klar, es wird nicht zerstört. Hey, ein wilder Kaiser. Wow. Fällt mir gerade nur so auf, oder haben wir jetzt ernsthaft dreimal diese verdammte Pisskart auf der Hand? Irgendwie müssen wir uns ja verteidigen. Nein, immer noch nicht, Alter.
Dreimal durfte raten, was er jetzt spielt. Noch ein wilden Kaiser, gut. Alter, nein, ich möchte diese verruchte Kackkarte nicht aktivieren. Ich meine, in dem Punkt kann ich schon wieder Duell eigentlich absagen, weil... Ja, wir ziehen nur Rotze. Oh, Alter, ja, hier, komm. Ich aktiviere die Karte, Alter. Nerv mich nicht. Boah, ja, sorry, Leute, dass ich gerade wieder mal... Ärger mich bin. Und natürlich beschwört er in der Mainphase 2 seinen weißen Drachen. Ne, kommt Leute. Also da brauche ich gar nicht weiter überlegen. Aufgeben immer noch meine Fresse. Ich kann doch nicht sehen, dass wir... 7-Muskel. Oh mein. Oh wow. Dann wollen wir auch mal gucken, was wir so schön ziehen. Füge eine Thun- oder Manga-Rührraum-Karte zu. Na. Aktivieren wir trotzdem mal. Gucken wir mal. Nehmen wir sicherheitshalber noch eine zweite Thunbolt. Battleface können uns eh nichts bringen. Jetzt haben wir erstmal den Drachenzuber unten zu liegen, falls er seinen verdammten Blauing spielen will. Nein. Spüre die Macht meines Drachengefäßes. Aber 2-5er Defense. Was könnten wir jetzt machen? Also solange wie die Karte im Angriffsmodus bleibt, bin ich meine Lebenspunkte eigentlich sicher. Den muss ich erstmal beenden. Auch wenn er wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, im nächsten Zug sein Dings aktiviert, sein... oh, doch nicht. Oh. Ja. Ja, ja. Ich opfere lieber was mein... Monster, um Monster zu beschwören, damit ich überhaupt was auf dem Feld habe. Was? Papageiendrache. Ich merke schon, ist nicht gerade so die schlauste Art, die ich mache. Das ist doch alles wieder zum Kotzen. Mal kurz gekickt, ist das hier eigentlich? Okay, wow. Nee. Da habe ich jetzt echt nicht drauf. Ja, jetzt haben wir mal die Chance und alles, weißt du? Dann achte ich nicht drauf.
Tun-Maskierer. Diese Karte kann nicht später angewendet. Blablabla. Falls Tun wird, auf den Spieler zerstört. Kein Tun-Monster kontiert, kann diese Karte den Gegner direkt angreifen. Falls diese Karte dem Gegner Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Wow. Nützt mich mit 900 Punkten, ja. Na komm. Klauen. Und Metamorphose. Nee, Megawandler. Bam. Mal sehen, was er dagegen hat. War mir klar. Eine Wiedergeburt. Wow. Sollte eigentlich zerstört werden, seine Karte. Dann hole ich meinen Tun-Angriffstrupp halt zurück. Jetzt in die Battle Phase. Will ich ihn direkt angreifen oder nicht? Ja, mach ich. Kalva, du kannst mich mal. Jetzt kriegt erstmal 1000 Lebenspunkte. Bams. Little Face. Ihn weggebombt. Ja. Nein. Aus Sicherheitsgründen bomb ich das Ding weg. Ja, jetzt geht einfach. Muss ein Verteidigungsmodus. Da wieder. Nur um noch einen Kampfochsen zu spielen. Yay. Ück dich ins Knie, Alter. So. Dann kloppen wir ihm aber wenigstens sein Wand der Illusion weg. Dadurch kommt eh meine Karte wieder auf die Hand. Genau, geil. Ich finde es so witzig, dass wir keinen Tun-Beauftragten drin haben. Was nehme ich jetzt am besten? Tun-Drachen kann ich eh nicht nehmen. Am besten die Tun-Elfen-Zwillinge. Bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, das heißt, den nächsten Zug abwarten. Jetzt kommt die Fusionskarte. Genau im falschen Moment eigentlich. Komm, nehmen wir ihn jetzt einfach auch noch mit drin. Ja, auch direkter Angriff. Und weg damit. Was war das überhaupt gewesen? Uh.
Ja, wuhu, seinen zweiten weißen Drachen. Dass er ja seinen Drachen nicht verliert. Echt jetzt? So, dann holen wir uns doch gleich mal. Habe ich noch eine? Muss ich tun, Angriffstrupp. So. Dann buttern wir die auch deine letzte Karte noch von der Hand weg. Auf jeden Fall hat er einen weißen Drachen jetzt zu liegen. Er versucht sich die Verteidigung auf jeden Fall aufzubauen. Würde ich zu gerne als Spezialbeschwörung beschwören. Klingt auch so witzig. Heißt Spezialbeschwörung, aber im Text steht vor mir, dass du zwei Monster als Tribut anbieten musst. Und für jeden Angriff musst du auch noch Lebenspunkte zahlen. Aber naja, dadurch, dass ich meinen Drachensubo da zu liegen habe, sind mir die Hände gebunden. Direkt. Genau darauf war ich nämlich jetzt aus. Ja, wow. Da schaffen wir das jetzt am Ende doch noch. Obwohl ich nicht so große Töne spucken sollte. Djinn der Lampe. Ah, komm schon, du. Mieser Fliegenschiss. Bumm. Beenden wir das Ganze. Wie? Ich sag noch, beenden wir das Ganze. Ich weiß nicht, ob das heute bei mir am Tag liegt oder so, aber irgendwie achte ich heute nicht so wirklich auf meine Umgebung. Naja, wenigstens haben wir es jetzt endlich geschafft und das alles nur dank Hilfe des Drachenzubos. Endlich. Ja, ja, junger Kaiber. You have a lose. Your matches. You loses. Voilà. Ja, ja, und das geht jetzt allen noch voran. Duell-Identität. Aber Freunde, ich beende heute mal die Folge ein bisschen früher. Haben wir halt diesmal bloß ein Duell. Aber was soll's, hat ja auch echt Mühe gekostet mit dem Geschichtsdeck. Aber naja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Bewertung, wie immer, wäre schick. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zu Duell-Identität. Bis dahin, haut rein. Und ihr wisst immer, it's time for Duel. Bis dahin, ciao.